Seat bringt nicht nur mit Autos, sondern zum 12. Mal auch mit grossartigen Musiktalenten Emotionen in die Schweiz. Damit willkommen bei den Star News. Neben Myron sorgen auch internationale Soul-Grössen wie Avery Sunshine oder der Alec Clark für eine energiegeladene Seat Music Session. Ich habe mich an der Premiere unter anderem mit dem Organisator Phil Dankner unterhalten. Put your hands together! Make some noise! I see you driving around town with the girl I love, and I'm like, forget you. Also Phil, du bist der musikalische Leiter von dem Abend. Du bist sonst auch Pianist und Sänger. Wie kommt das, dass du da quasi andere Leute auf die Bühne holst? Ja gut, das ist natürlich ein grosses Privileg. Ich sage es eigentlich jedes Jahr und das seit vielen Jahren. Ich habe natürlich das Privileg, ich habe CDs zuhause von den Künstlern, die hier sind, schon lange bevor ich gewusst habe, dass ich mal mit einer Musik mache. Und dass es die heute hier sind, das ist für mich wie Weihnachten, Ostern und Sommerferien gleichzeitig. Es ist einfach schön, wenn man das live umsetzen kann. Und es sind einfach grossartige Acts dabei dieses Jahr. Kannst du da auch selber mitbestimmen, wenn du sagst, du hast die CDs zuhause von diesen Künstlern? Kannst du auch Wünsche anbringen, wer das du da gerne bringst? Ich genieße sehr viel Vertrauen von den Leuten, die ich zusammen arbeite. Und ich mache die Vorschläge. Man tut es zusammen besprechen. Man hat ja auch ein Team, das man das macht. Man hört vielleicht mal den einen oder anderen Song an. Man schaut auf YouTube ein paar Videos. Oder man sieht es mal an einem Open Air beim Alan Clark. Er hat ja schon viel in der Schweiz gespielt. Ich habe ihn schon vorher gesehen. Ich tue mir immer das Auge voll nehmen, wie sie live sind, Künstler. Weil ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es auch funktioniert. Weil da sind wir sehr nah. Die Leute sitzen, also die können fast in die Tasten hineinschauen. Oder im Schlagzeuger in seine Sticks. Und darum muss es einfach 100% verheben. Wir machen das alles zusammen. Das sind ja normalerweise sind das Solokünstler oder ein Haufen Solokünstler drunter. Da ist es etwas anderes. Es ist nicht ein Konzert, ein Einzelkonzert, sondern es ist eine Jam-Session. Wie sind ihr auf die Idee gekommen? Was steckt hinter dem Konzept? Es gibt ja sehr viele Solo-Konzerte und was hier speziell ist, man bringt Künstler zusammen und ich tue sie quasi dazu ermutigen, auch ihre Songs zu teilen mit anderen Künstlern, die hier sind. Dann geht das zuerst einmal per E-Mail hin und her. Und jetzt, heute Abend, wird das erste Mal so sein, dass der Johannes Oerding mit Avery Sunshine singt oder St. Lou mit dem Alan Clark. Und das macht das, es soll einfach einzigartig sein, es soll etwas sein, was es so Schnitt gibt. Und es gibt ja All-Star-Songs gegen Sam, die alle zusammen auf dem schönen Teppich, wo wir hier sitzen, es soll ein Erlebnis sein, nicht nur für Zuschauer, sondern auch für Künstler. Und wenn das funktioniert, dann haben wir grossartige Konzerte. Die nächste Band hat bereits schon 3 Solo-Alben veröffentlicht, sehr erfolgreich. Ihre Songs sind überall am Radio und sie haben den internationalen Songwriting-Touch, einen wunderbaren Sänger und einen grossartigen Gitarrist. Zusammen sind sie die einzigartige Myron! Also ihr seid schon mal da gewesen. Was habt ihr vor, um heute anders zu machen als letztes Mal? Schwierig, weißt, anders. Ich denke, es sind ja auch andere Songs, andere Künstler. Und das Coole ist immer, weißt, so der erste Probetag, wenn du dich triffst, dann merkst du, so, du fährst einfach abchecken und wie sind die anderen so drauf. Und wir haben eine sau coole Stimmung untereinander. Also, weißt, auch mit der Internationalen und mit den Künstlern, so, du merkst einfach, uns verbindet etwas und das ist Musik. Und wir wollen alle coole Musik machen. Und ich denke, es wird eine ganz tolle Show heute. Also, auf die freue ich mich extrem. Auch auf die 10. Also, es ist sehr nahrhaft und sehr anstrengend, die 10 Shows. Aber ich glaube wirklich, dass die Leute etwas Spezielles werden erleben, was man sonst nicht jeden Tag sieht. Und die nächste Dame ist der rockigste und poppig, rockig, soldigste Export, den Österreich zurzeit zu bieten hat. Sie wird doch verzaubern. Ein Name, geniessen Sie es auch rein. Sie heisst St. Lou! Und ich habe gehört, dass du an der Musikschule eigentlich rausgeschmissen worden bist. Und zwar aufgrund von deiner Stimme, weil sie dich etwas speziell gefunden haben. Was hat dir die Energie gegeben, um dort gleich noch weitermachen und zu sagen, nein, meine Stimme ist gut, das ziehe ich durch? Nein, irgendwie war das halt so, ich stand halt auf dieses rauchige bisschen Dings. Das war, also das, ich meine, wenn mir wer sagt,
Das ging einfach gar nicht, das Dina. Jedenfalls, die haben mich halt rausgeschmissen, fast rausgeschmissen, weil ich so eine rauchige Stimme hatte und die wollten das eher glatt. Und dann meinte ich so, geht ja gar nicht. So. Und ich dachte mir halt dann, ich ziehe meins durch und so. Alle die Musiker, die ich gut finde, haben auch eine sehr spezielle Stimme und ich meine, was soll ich machen? Ist halt so. Kann also, weitermachen. Also es ist dein Charakter, kann man sagen. Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du hast eigentlich alles erreicht. Du kannst jetzt voll hinter dem stehen, was du machst. Was machst du, dass es nicht langweilig wird? Na, langweilig wird es ja nie. Zum Beispiel hier auftreten mit so vielen verschiedenen Künstlern, das macht echt Spaß und so. Und jetzt bin ich ja an meiner zweiten Platte gerade dran und es ist echt krass. Und also gerade auch diese Arbeitsphase jetzt, wo ich so viel geschrieben habe. Ich war jetzt in London und in Los Angeles und konnte da irgendwie total tolle Leute treffen und so. Also ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ich das machen kann und ich weiß nicht, das langweilig kann mir das irgendwie nicht werden. So great to welcome Mr. Alan Clark! What does this jam session here means to you? Well, you know, I've played in Switzerland quite a few times now, but it's usually on stages where you're quite far away from the audience, you know, especially on festivals. And this, you know, the Stay Up music sessions just have a very, well, as you can see around, just a very intimate vibe. Actually, everywhere you look, there's people, you know. I was always taught to face the audience. You never turn your back to the audience, you know, but it's impossible here because everyone's around you. So no, it's good. It gives us a chance to connect with the people more and the other way around as well. Ooh, said find it in the letter a soldier wrote to send his wife. See it in the bravery of the man who saved your life. And what does your music mean to yourself personally? Oh, well, my music for me, you know, is just a way of life. I can't possibly imagine myself without music. I'll probably be some crazy fool in a nut house, you know. For me, it's a way to express myself that I have a hard time doing in real life, I guess. So yeah, it's a lifeline for me. Something that you make, something that you give, something that you are, my baby. And your family's at home, but is your goal still to travel around, or do you want to go more back in the family life? Well, right now there's just too much, you know, music in my blood, and too much of that drive to, you know, sit home and do the, you know, do the TV thing. I find it very valuable, of course. Friends and family, I think, are one of the most important things in life, you know, or two of the most important things in life. But at the same time, I just have a lot to do, a lot to see, and a lot to learn, and hopefully I'll be able to pass that on to my son and my, hopefully, future kids as well, you know. And I would advise them to do the same when they get old. You know, the fact that that you don't see each other as much as you may like to is doesn't have to subtract from how much you love each other and how much you share too, you know. It's about the quality of sharing something, I think. I'm not afraid to give it a try. Just let your feelings show. If your son would like to sing too, would you give it to him too? Well, you know, I'll definitely let him do his thing, but whatever he wants to do, if he wants to be a cook or you know, whatever, a cleaner, I don't care. It's all about doing what's in your heart, you know. And you are doing what your heart tells you?
Oh, I try to do that a lot, so I guess most of the time I do that. Sometimes it's hard, you know, because you don't always want to hurt or affect other people, but at the end of the day, I think that's the only way to live your life completely is to follow your heart, you know. Das war es auch schon wieder von der Star News für heute. Ich bedanke mich fürs Interesse und freue mich, euch auch nächstes Mal wieder dürfen zu begrüßen. Star News immer am Dienstag am 7. natürlich nur hier auf Star TV.